Ja, das Hoch und Runter nervt langsam. Ja, da könnte man ein Hashtag für aufmachen bei Twitter. Bei Twitter bin ich übrigens. Ihr fragt ja immer, oh, wo bist du? Oh, ich bin bei Twitter. Rein theoretisch gesehen, naja, wir könnten es auch hier. Es ist eigentlich egal. So, wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir werden noch Leitungen machen müssen, das ist auch klar. Ah, das ist ein bisschen nervig. So. Aber ist ja auch schon vorbei. Das ME-System, ich würde fast sagen, wir machen das auch da hinten hin. Wir werden noch eine Menge Leitungen machen müssen. Warum habe ich den da weggenommen? Schwarzer Granit. Naja, jetzt ist das Pflasterstein. Ich mache das nur schon mal, um den Weg vorzuzeichnen, wo es lang geht. Wir werden noch eine Menge Facades erstellen müssen. Definitiv. Die Frage ist, wo soll das dann hingehen? Das ME-System. Wir könnten ja hier erstmal runtergehen. Also ich könnte jetzt erstmal so weit legen. So weit wie wir kommen, legen wir das System. Sind die leer? Nö. Und dann gucken wir mal weiter. So, die drei müssen wir noch und dann haben wir es endlich geschafft hier. So, was haben wir noch? Soccer Girl lädt das Video hoch. Ich habe keinen Twitter. Hashtag hoch und runter. Das hört sich irgendwie pervers an. Ja, das hört sich wirklich pervers an, stimmt. Der Hashtag ist vielleicht nicht so der, naja, der allerbeste. So, wir gucken mal. Ich gucke gleich auch mal, wie diese Facades gehen. Wir machen uns hier mal so einen Aufgang, dass wir hier immer raufkommen am Anfang. Wir werden die Steine neu brennen, also da keine Panik. Apropos brennen, wie sieht's dann aus? Hier läuft's. Rein theoretisch gesehen müsste ich die auch hier reintun können. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wir probieren's mal. Wir brauchen von den Facades 2, die... Ich bin mir noch nicht sicher, wie es da oben aussehen wird, wenn ich ehrlich bin. Hier wird alles dieser schwarze Granit werden. Eigentlich brauche ich schwarzen Granit. Wir brauchen eine Menge schwarzen Granit, damit wir den Raum mal fertig kleiden können. Ja, voll das super System, was wir hier haben. Aua. Ich weiß gar nicht, brauchen wir so viele? Wir brauchen von denen da draußen ein paar. Wir zählen die mal ab. Ich will nicht mehr machen, als wir brauchen. Ist wieder ein bisschen Lauferei, aber das ist ja für das ME-System schon das Stromkabel. Und daran kriegen wir, glaube ich, auch die andere Leitung. Kann man die nebeneinander legen? Bestimmt, ne? Wir brauchen noch eine Item-Leitung. Was mache ich hier? Warum gehe ich hier lang? Eine Item-Leitung muss ich ja auch noch legen. Nur Strom reicht in dem ME-System natürlich nicht. Ja, Zockergirl, das kann passieren. Das kann passieren. Das ist ja zum Mäusemelken. So, wir gucken mal. Also, im Endeffekt geht die Erde. Die Erde brauche ich nochmal. Hier. Da kommen wir runter durch, ne? Ja, wunderbar. Wir benötigen von diesen tollen... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir benötigen fünf von denen. Fünf Fassaden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Der Rest ist Erde, spielt dann keine Rolle mehr. Bevor wir jetzt... Achso, das geht ja auch nicht. Boah, es ist zum Mäusemelken. Ja, das ist immer so mit den Hashtags so eine Sache. Manchmal ist es zweideutig. So, Färbemaschine. Aua. Aua. Aua.
So, was habe ich jetzt gesagt? Wie viel? 6, ne? Ich brauche 6. Nicht, dass wir mehr machen. Wir machen die einzeln. 6 von denen. Ist das richtig? Zur Not haben wir 1 zu viel gemacht. Es ist eigentlich egal. So, der Matti muss leider gehen. Ja, dann, ciao. Dir noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ja, also die Dinger sehen schon mal gut aus, wenn die jetzt auch noch so gut funktionieren. So, dann nehmen wir die mal mit, gehen nochmal hoch. Ist jetzt wieder mal ein bisschen Lauferei, aber was soll's. Die Maschinen werden wir alle irgendwo hier unten hin tun und da kommt auch das ME-System hin. Es ist dasselbe, wir legen nur die Leitungen runter. Das muss ich vielleicht dazu noch sagen. Nicht, dass da jetzt jemand... Oh, was geht da ab? ...denkt, sondern alles ganz entspannt. Mal gucken, geht das? Na, ganz toll. Wo ist denn der Fehler? Ach so, ich muss auf die Leitung klicken. Ach, das ist ja geil. Ja gut, das ist geil. Vor allen Dingen... Ja doch, man erkennt zwar, der RF steht, aber ansonsten erkennt man das nicht mal unbedingt. Also das ist schon cool. Das gefällt mir. Hier drin brauchen wir nicht unbedingt welche. Hier ist es ja fast egal. Ja, wie cool ist das denn? Das ist ja mega. Eigentlich kann das hier zu, oder? So. Wird nie jemand drauf kommen, dass da was ist. Ist online, liebes Zockergirl. Dann kann ich es mir am Ende doch nochmal anschauen. Was wollte ich machen? Ich wollte es mir jetzt... Hier unten. Was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir dieses schwarze Granit. Wir kommen nicht drum rum. Wir brauchen jetzt dieses schwarze Granit. Und davon brauchen wir noch eine ganze Menge. Oder soll ich das aus den verbrannten Ziegeln machen, den ganzen Raum? Das entscheidet ihr jetzt. Ihr entscheidet das jetzt, die hier im Livestream sind. Alle, die später das Let's Play schauen, bitte, dann ist die Entscheidung gefallen. Wir nehmen im Voraus auf. Das wird man nachher nicht sehen. Die Leitung wird da auch verschwinden oder umgebaut werden. Das wird so nicht bleiben, logischerweise. Ihr entscheidet. Wollen wir hier den ganzen Raum aus versenkten Ziegeln machen oder aus Granit, wie ich es damals gemacht habe? Entscheidet ihr mal. Ob Ziegel oder Granit. Ich bin da flexibel. Nur wir müssten uns jetzt festlegen, weil wenn ich die Fassaden erstmal gemacht habe, dann roller die Waldfee. Okay, der ist auch fast durch hier. Sehr schön. Ja, wir müssten mal schauen. Also wie gesagt, da legen wir uns jetzt fest und diese Stromleitung, die werden wir definitiv noch umleiten. Hier kommen nur noch 21 an. Also die Leitung vom Mechanismus sind ja deutlich stärker als die. Das ist ja unglaublich. Das Schöne ist halt bei denen, oder kann ich das mit denen genauso machen? Ich würde es gerne mal wissen. Nee. Nee, nee, nee. Das geht leider nicht. Nee, die ploppen immer auf. Schade. Das wäre cool, wenn die für Mechanismen wären. Also wie gesagt, mit NIO schon eine nette Sache. Aber... Naja. Sie sind ein bisschen schwach auf der Brust. Oder ich muss das vielleicht ein bisschen optimieren. Das geht ja auch. Drück F5. Eisbester schreibt, hi, wie geht's? Mir geht's super, ich hoffe dir auch. Und Zockergirl, du hättest dir, lass dir doch Zeit, du hättest dich viel zu sehr, das ist das Problem. Das erste war so gut, weil du dir einfach wahrscheinlich die Zeit genommen hast, die du brauchst dafür. Und jetzt hast du versucht, einfach schnell zu machen. Also ich habe das Video nicht gesehen, aber du selber sagst es ja nicht so gut. Lass dir einfach Zeit bei diesen Dingen. Ist doch kein Wettbewerb, boah, wer ist schneller oder so. Hier knallen die Fenster, ist ein bisschen windig. Also wie gesagt, irgendein Cobblestone lieber. Okay. Ich bin unentschlossen.
Wir rennen hier auf dem Kernreaktor rum. Ja, ich weiß es noch nicht. Dann lassen wir das mit den Facades. Wir können ja noch mal ein paar Leitungen machen, die wir da runterlegen. Ah, ein paar Stromleitungen. Wobei das eigentlich dumm ist. Warum mache ich das mit den Stromleitungen? Ich hätte rein theoretisch gesehen, die ja auch hier anschließen können. Das hätte ich mit den Stromleitungen gar nicht machen müssen eigentlich. Naja, jetzt haben wir's. Was soll's? Es gibt verbesserte Kabel. Kann man die verbessern? Ender.io. Weil das wäre nicht schlecht. Ender.io finde ich schon cool, weil das so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Die verbesserten Kabel, die machen halt 20.000. Das haben wir gerade als... Also oben in den Leitungen, die, wo wir jetzt hier sind, eine Etage unter uns quasi. Wir sind jetzt gerade in der ersten Etage, im Erdgeschoss, kommen etwas über 60.000 RF an. Das heißt, mit der Leitung würde ich das schon gar nicht hinkriegen. Ich bräuchte drei solche Leitungen für einen Eingang nachher. Das ist mir zu krass. Ach, die Kameraeinstellung war falsch. Die kannst du aber auch verkleiden, indem du... Ach, das geht mit der Säge. Ah, okay, danke, Melancholista. Weiß jemand, wie ein City Skyline als die Steuerbürde heißt? Ich weiß es nicht auswendig, lieber Luis. Ja, das würde auch gehen. Okay, also das könnten wir auch machen. Ja, ich bin ein bisschen unentschlossen jetzt. Jetzt bin ich aber sehr unentschlossen. Das Problem ist, mit dem Strom wäre ja alles überhaupt kein Problem. Aber dieser Ender-Spawner, der frisst ohne Ende. Allerdings auch nur der, den brauchen wir ja vielleicht gar nicht so unbedingt oft. Ich meine, wie oft brauchen wir so viele Enderperlen? Vielleicht sollte ich Mechanismen doch ein bisschen zurückfahren. Das ist vielleicht ein bisschen krass. Dass wir so diese fetten Leitungen an Reaktor lassen, meinetwegen, um diesen... Speicher aufzufüllen, aber von da weg, ich weiß ja nicht. Der zeigt immer 0 an, ich weiß nicht warum. Ich bin unentschlossen. Ich bin sehr, sehr unentschlossen. Wir brauchen ja nicht sonst wie. Ja, ich würde sagen, wir klären es einfach das nächste Mal. Ja, das mit der Säge können wir mal probieren dann. Das können wir das nächste Mal aber machen. Das nächste Mal wird wahrscheinlich morgen sein. Ich weiß es noch nicht, was ich morgen früh spiele. Wir gucken mal. Wir lassen jetzt hier noch ein paar Ender mal entstehen. Einfach nur, weil wir es können. Weil ich so stolz auf diese Maschine bin, dass wir das hinbekommen haben. Kein Ender gekommen. Also das ist schon cool. Die Decke müssen wir oben natürlich auch nochmal verkleiden da drin. Boah, ich freue mich jetzt schon. Hashtag Riesenfreude. Cool wäre natürlich, dann können wir die Kabel hier auch. Dieses Starkstromkabel brauchen wir hier drin auf jeden Fall. Also es würde ja Sinn machen, zu sagen, hier geht ein Kabel raus, das geht hier rein als Starkstrom. Dieses Starkstromkabel muss definitiv ein Starkstromkabel sein, weil das braucht Starkstrom. Und hier vorne raus, da haben wir keine Maschinen, die Starkstrom benötigen. Das ist alles Pillepalle, was die benötigen. Also es wird nur hier mit Starkstrom gearbeitet. Das könnte man natürlich auch machen. Kommen auch noch Endermänner oder Enderfrauen wenigstens? Ich glaube, so machen wir das auch. Wir werden mit den anderen Ender-IO arbeiten. Wir müssen nicht so überdimensional übertreiben. Also Stream jetzt vorbei. Ja, Zockergirl, so langsam ist der vorbei. Ich warte nochmal auf ein paar Ender, aber prinzipiell ist der jetzt... Ach, es kann ja gar nicht. Bin ich dumm. Aber prinzipiell... Ja, der ist jetzt eigentlich vorbei, wenn ich ehrlich bin. Weil ich müsste dann jetzt auch gleich wieder abhauen. Und dass ich da nicht so sehr unter Zeitdruck gerate, ist immer besser, lieber 5 Minuten mal eher aufzuhören. Hashtag Riesenfreunde. Freude. Die Schwierigkeit hochstellen. Danke, Melancholista. Danke, haben wir gerade gemacht. Danke, danke, danke. Ja, das klappt
wunderbar. Also das ist super. Also ich bin so stolz auf das System. Wir werden das halt, wie gesagt, noch ein bisschen verschickern. Der Reaktor geht eine Etage tiefer. Vielleicht machen wir hier auch eine Glasfassade hin. Wäre auch sehr cool. Und da müssen wir mal gucken, was wir machen. Also das ist nicht schlecht. Der wartet. Ja, auch mit diesem schwarzen Glas und so, finde ich sehr cool. Wäre ich nie drauf gekommen. Also richtig cool. Wie gesagt, also das ist, denke ich mal, hoffentlich okay, auch in euren Sinne. Dann nehmen wir End.io für die ganzen Geräte und alles. Und hier für dieses Starkkabel zum... Wir können noch ganz kurz mal so einen Tank machen. Wir können noch so einen Energiewürfel vielleicht machen. Gibt es die auch in End.io, die hoch sind? Basis 1000. 5000. RF. 25.000 RF. Wenn wir den haben, dann ist Polen offen. Der hat 5 Millionen. Der andere hat 25. Wir gehen mal ganz kurz gucken. Das machen wir noch ganz kurz. Zockergirl, ich schaue auf jeden Fall gleich vorbei. Ich will noch mal einen Energiespeicher, würde ich gerne machen. Der Server läuft über Nacht, der kann sich aufladen. Wir gucken mal, Mechanismen. Was gibt's da? Was sind da das Höchste an Tanks? Ich muss mal ganz kurz aufpassen. Hier sind irgendwo... Ich habe eine Sorge, dass der gleich kommt. Muss ja nicht sein. Okay, der scheint unten zu sein. So, Mechanismen. Wir gucken mal nach den größten komfortablen Tank, den wir bauen können. Energiespeicher, Energiewürfel. Hier haben wir 5 Millionen. Unendlich. Unendlich ist gut. Unendlich kann ich nicht bauen. Kapazität. Also wir haben den 5 Millionen, ist schon der höchste, den wir gebaut haben. Dann machen wir das über End.io. Der hat einen größeren Speicher wieder. Das ist wieder interessant. Weil der fängt ja hier mit 1 Million an, hat dann 5 Millionen, hier 25 Millionen. Okay, wir haben aber auch nichts davon. Hier haben wir zumindest ein bisschen was. Ah ja, ich entsinne mich. Diese Chicken Nuggets. Wir machen den noch. Den mache ich noch, bevor ich losdüse. Was mache ich denn da? Okay, vielleicht mache ich den auch nicht. Ich weiß es nicht. Glowstone. 2 Stück da rein. Was mache ich? Ich klicke da einmal drauf. Ja, es fehlt Glowstone. Wir holen einmal Glowstone. Komm, wir gehen ganz kurz in den Nether. Das machen wir. Oder haben wir... Wir haben bestimmt Glowstone hier drin und können den craften. Ender.io, dann holen wir den nochmal. Glowstone haben wir 100% da. Ein Glowstone, dankeschön. Gott, ich wäre fast in den Nether deswegen gerannt. Voll peinlich, oder? Und dieses Zeugs, wie war das nochmal? Enderperle und energetische Legierung, das kriegen wir hin. Energetische... Achso, hier. Energetische Legierung... Haben wir jetzt nicht so viele, aber ist egal. Und dann brauchen wir noch eine Enderperle. Ender. Wir haben zufällig ein paar Enderperlen, haben wir ja. Wo war das nochmal? Oh, das ist wirklich mal ein Gegucke. Ich sollte mir Dinge mal besser merken. In its Masery. Enderperle in der Mitte und da das hin. Gut, machen wir. Am besten wäre ein Enderman-Spawner, aber sowas gibt es in Minecraft nicht. Ja, wir haben doch jetzt sowas. Wir haben einen Enderman-Spawner, Jan. Das ist ein Enderman-Spawner. Ich habe den Chat ein bisschen überlesen. Was haben wir da oben? Alles gut, Melisch. Na, hier vorbei. Das haben wir auch. Fühl dich geknuddelt. Was ist mit dir los, Zockergirl? Was ist da los? Creeper-Spawner, aber sowas gibt's, doch, Jan, wir haben einen, das ist ein Spawner, das ist ja ein Ender-Spawner.
Chicken Nuggets. Ich verteile ganz viel Liebe. Zockergirl, bitte, das kann missverstanden werden. Da können sich Leute angesprochen werden, fühlen, die, wo es vielleicht besser ist, die sich nicht angesprochen fühlen. Wie war das? Willst du mich jetzt veräppeln oder was? Ender und 16 davon, das kriegen wir hin. So, wir gucken mal, das läuft. Die machen wir noch. Fühlt euch geknuddelt. Ja, das ist super lieb, das ist super lieb. Nur wie gesagt, es kann missverstanden werden. Sei da sehr vorsichtig mit solchen Äußerungen, liebes Zockergirl. Ich weiß, wie du das meinst, natürlich. So, schaffen wir das noch? Also, ich habe es maximal halb Zeit. Eine Viertelstunde. Kriegen wir das in einer Viertelstunde hin? Bestimmt. Tja, dumm gelaufen, was? Hä, wie kann er mich hier treffen? Okay, jetzt habe ich die Schnauze voll. Wo ist mein Bogen? Ach so, der steht offiziell da. So, der hat mich ein bisschen aufgeregt. So, wie sieht es aus? Zwei Stück haben wir. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Ich warte mal, bis wir hier vier haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel wir brauchen. Wir warten mal vier ab. Wie lange noch? Ja, wie gesagt, so circa 10, 15 Minuten. Ich will diesen Megatank noch bauen. Der Server ist eh die ganze Nacht an, dann kann der da Strom aufladen, bis zum geht nicht mehr. Wie gesagt, Enderperlen brauchen wir zwar nicht mehr, aber da haben wir genug Strom für alles. Und dann morgen legen wir, morgen werde ich wahrscheinlich Minecraft spielen, werde ich die ganze Leitung umlegen, den Raum auskleiden. Da werden wir dann wahrscheinlich mal solche Dinge angehen. Und die sind ja auch nicht verkehrt. Es soll ja auch mal endlich schön hier werden, ne? Das Haus sieht sehr unfertig aus. Prinzipiell sieht es schön oben aus, aber sehr unfertig. Mir persönlich gefällt es nur bedingt. Das zweite ME-System muss runter. Ein drittes muss zur Küche geleitet werden. Da brauchen wir auch eins. Du backst auf dem Kabel. Ich nicht, nö. Das war der Zombie. Was wollte ich jetzt machen? Ender.io. Okay, wir müssen uns hier nochmal durchkämpfen. Den brauche ich einmal, das ist korrekt, ja? Oder brauchte ich den zweimal? Jetzt sag mir nicht zweimal. Ich brauche den vier... Viermal brauche ich den. Woran scheitert es denn? An allem. Das war nicht so klug. Also brauchen wir den. Wenn wir den viermal brauchen, wartet mal. Ich muss Gedanken. Gedankenanalyse. Wir benötigen den... Den viermal. Einmal haben wir ihn jetzt. Dreimal wird er benötigt... Wir brauchen zwei von denen. Zwei. Also brauchen wir sechs. Eins. Wo ist jetzt das Problem? Der geht natürlich nicht, ist klar. Ach so, weil 6 haben wir gesagt. 2, 3, 4. Also brauchen wir hier 5 Stück von quasi. Oh, es geht sich genau aus. Sehr schön. Ach, es fehlt an Glowstone. Das kriegen wir auch noch hin. Müsste eigentlich reichen. Ach so, jetzt fehlen mir die natürlich. Die kann ich ja nochmal holen. So, was haben wir im Chat? Ja, bis 12.25 Uhr in der Schule. Alles okay, liebes Zockergirl. Der Stream wird ja eh nachveröffentlicht. Da ganz entspannt sein. Ja, der Olaf ist auch wieder da. Für kurze Zeit. Wir aber auch nur für kurze Zeit. Weil so langsam muss ich auch zum Ende kommen. Aber schön, dass du nochmal reinschaust auf jeden Fall.
Ja, wir kriegen es in der Louis ist bis 11:25 Uhr in der Schule. Wow. Das sind ja echt angenehme Zeiten. Damit kann man leben. Das machen wir auch. Wie gesagt, wir craften den doch jetzt auch noch. Und dann schließen wir den an. Das kriegen wir definitiv geregelt, hoffe ich zumindest. Haben wir jetzt genügend davon? Ja. Es fehlt nur noch eine Sache und das ist das in der Mitte. Smaragd. Ich glaube, wir haben nur noch einen einzigen Smaragd. Eine dynamische Legierung. Haben wir die zufälligerweise? Die haben wir zufälligerweise. Das ist der letzte Smaragd, den wir dafür verwenden. Wir müssen Smaragde. Kann man Smaragde irgendwie farmen? Neugierig frag. Der Jan hat keine Schule mehr. Ja, das ist immer so eine Sache. Schule kann geil sein, auf jeden Fall. Kann die geilste Zeit des Lebens sein. Kann aber auch Mist sein. Wie machen wir das? Läuft bei denen was? Ja, das läuft bei denen. Wir müssen mal gucken. Ich klopp den hier mal raus. Krass, wie der sich fühlt. Krass. Einfach nur krass. 1 Million hat er schon. Wir machen 8000 plus. 8640 RF plus pro Tick. Läuft. Hashtag läuft. Er zeigt es irgendwie nicht richtig an hier draußen, aber gut. Ja, doch, jetzt füllt er sich langsam. Dauert wohl ein bisschen Verzögerung. Auf jeden Fall haben wir jetzt genug Strom. Ich weiß gar nicht, wo der ganze Strom auf einmal herkommt. Von hier unten war hier so viel drin, da kann doch nicht über 5 Millionen drin gewesen sein. Der hat 25 Millionen EF und der hat 51, kann das sein, dass der sogar größer ist? Der hat 51 Millionen, hat der. Der ist kleiner hier und ich habe mich gefreut, dass wir was Großes machen. Ich glaub's ja nicht. Ist egal, auf jeden Fall haben wir jetzt genug Zusatzstrom. Ist ja auch nicht verkehrt. Kann man immer gebrauchen. Haben wir zufälligerweise? Nein, wir haben keine Leitung. Da können wir uns dann, wie gesagt, später mal drum kümmern. Ja, die Endermänner, die gehen nur so. Also war der schon größer. Unglaublich. Irgendwie tun die mir ein bisschen leid, die Armen. Guckt euch mal das an, wie viele Enderperlen. Ja gut, wenn das so ein Pille-Palle-Gedöns ist, dann ist es natürlich ärgerlich. Aber wir können das hier auch mal ausstellen. Ist der einfachste Weg, das auszustellen. Und dann, ja, würde ich sagen, ich beende mal hier mitten im Reaktor die Aufnahme. Noch bis 8. Da holt ein Kollege ab unter der Erde und bei Villagern. Bei Villagern? Ja, Villagern ist klar, aber unter der Erde findet man mit den digitalen Miner, ja. Ist eigentlich schon Magical Crops drauf? Nein, ist das was Besonderes? Braucht man das Melon Coaster? Luis, du bist nicht nett. Was ist da schon wieder los? Ach so, ist doch schön, wenn er so früh Feierabend hat. Man muss sich ja für die anderen freuen und nicht immer alles negativ sehen. Ganz ehrlich, wenn wir hier noch kurz quaken, dann schließe ich das doch nochmal an. Wo sind die Leitungen? Ach, die sind hier oben. Alles okay. Ich habe gerade ein bisschen Panik gekriegt. Dann soll der sich noch austoben. Ja, also wie gesagt, ist dieses Magical Crops irgendwas Wichtiges? Weil so Magie wollte ich eigentlich nicht zu viel hier haben. Ja, Olaf sagt auch Respekt an Zocker1240. Er kann nicht mal ein Strichmännchen malen. Ja, Olaf, ich würde sagen, da haben wir ein Mal-Level. Da haben wir exakt das gleiche Mal-Level.
Ja, denn ich kann auch kein Strichmännchen malen. Also nicht so, dass ich das als schön verkaufen könnte. Komm her, Knochenmehl mal weg. Dafür nehmen wir ein paar Enderperlen mit. Was kann hier noch weg? Ja, komm, die Fäden brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt. Nehmen wir auch lieber die Enderperlen mit hoch. Krass. Also das ist richtig krass hier. Drei Erde, ciao. Das ist das mit den Essenzen. Ja, ich habe aber Angst, dass wir es ein bisschen übertreiben, dass alles zu automatisch ist. Wir können ja morgen nochmal drüber sprechen. Ich würde sagen, wenn du morgen Zeit haben solltest, ich weiß es ja nicht, dann können wir gerne morgen Vormittag, würde ich nochmal streamen, morgen früh. Da können wir gerne nochmal drüber sprechen, ob wir jetzt Minecraft machen oder nicht. Ich weiß es immer noch nicht, auf was ich Lust habe. Eigentlich habe ich auch mal Lust, Formel 1 zu spielen. Vielleicht spiele ich auch mal Formel 1 wieder. Wäre eigentlich auch ziemlich geil. Wir gucken mal. Und, ja, dann würde ich sagen, ja, danke ich euch sehr für die ganze Hilfe heute. An ganzen Tage auf jeden Fall. War echt krass. Ich habe ein bisschen mein Gehirn überfordert zeitweise. Das war schon echt, echt übel. Aber wir haben ja alles hinbekommen. Und mittlerweile verstehe ich schon so ein bisschen was. Also mittlerweile, mit den Bändern habe ich nicht so ganz verstanden. Da war vorhin so eine Debatte, die Bänder oder die, weil die waren super günstig. Ich bin froh, dass wir die genommen haben. Das funktioniert super, weil mit den anderen Bändern, ich hätte mich geärgert, da so viel, ja, so viel Zeit und sonst was zu investieren. Also ich bin froh, dass das jetzt so geklappt hat. Aber wie gesagt, ich finde das mega cool, wie ihr mir heute geholfen habt und ja, ich hoffe, dass ich mit dem Video auch anderen helfen kann. Das wäre natürlich der Wunschgedanke. Dir kann ich nicht weiterhelfen, mein Freund. Ja, den Zombie-Kopf brauchen wir nicht, denn da ist... Ciao, egal. Wir können aber auch nichts wegschmeißen. Ich bin so voll der Messi. Komm her, diese Spinnenaugen, dann nehmen wir den Kopf lieber mit. Ich glaube, der Kopf ist seltener. Wobei wir auch den echt schon oft kriegen. Wir machen jetzt mal Folgendes im Übrigen. Friede. Läuft bei euch beiden, Olaf und Xelron, wegen dem Malen, meinst du das? Na, der Olaf sagt, wir haben vieles gemeinsam. Das kann sein, das kann ich natürlich schwer beurteilen. Aber, du kannst das wahrscheinlich ein bisschen besser beurteilen. F1. Nicht gut, Melancoaster. Ich weiß es noch nicht. Ich habe eigentlich, wollte ich vorhin schon spielen. Wir gucken mal. Wir lassen uns überraschen. Wir schauen mal. So, ein bisschen rumgealbert jetzt hier und dann würde ich sagen, beende ich jetzt auch die Aufnahme. Ich muss nämlich dringend los. Ich muss los, die Zeit drückt und das ist immer ein bisschen doof. Ach, Zockergirl, alles gut. Was haben wir noch? Ja, denke ich auch, Melancoaster. Super, ich bedanke mich. Wie gesagt, was wir morgen machen, werden wir sehen. Ich weiß es nicht, Minecraft, Formel 1, sonst was. Wir schauen mal und ansonsten für alle, die bei YouTube später das Let's Play schauen, boah, für euch ist das natürlich mega unwichtig. Ich muss mal gucken, dass ich in Zukunft vielleicht ein bisschen aufpasse, dass ein bisschen... Hatte jemand einen heimlichen Steinbruch oder so gebaut? Nein, man kann nicht mitspielen. Aber hallo Daniel, herzlich willkommen. Hat hier jemand einen Steinbruch gebaut? Was ist das denn? Was zur Hölle ist das denn? Das Krasse ist, dass das wirklich Krasse ist, von Philipp und mir das Schienensystem ist sogar durchbrochen. Okay, weil das ist unser Schienensystem hier. Okay. Also es sieht witzig mal aus, so zu sehen, aber prinzipiell ist das echt krass mit dieser Spalte. Na gut.
Das Wasser ist sogar geteilt. Ich logge mich mal aus und wieder ein. Das interessiert mich jetzt, ob das nur ein Grafikfehler ist oder, das ist schon krass. Also wenn die Welt so kaputt ist. Okay. Okay, Gott sei Dank. Die Welt ist heile. Alles gut, war nur ein Grafikfehler. Alles gut. Wo ist das da? Gut, dann gehe ich nach Hause. Ich bedanke mich halt zum dritten Mal fürs Dabeisein, fürs Zugucken und Chunkfehler. Ja, Zockergirl, danke für den Hinweis. Gott sei Dank. Ich bin so erleichtert. Haben wir das Grill? Ich schaue mir das Bild auch gleich an, Cinex. Auf jeden Fall. Ja, euch noch einen schönen Abend. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Und ja, für alle, die morgen in die Schule müssen, einen schönen zweiten Schultag. Und es ist ja der letzte vom Wochenende. Seht es positiv. Und ja, da bis morgen. Wie gesagt, was wir spielen, schauen wir dann mal. Also, dann bis dann. Nein, die Welt ist im Arsch. Nein, ist sie nicht. Ist sie nicht. Wir haben sie schon geklärt. Hat sich schon geklärt, Leute. So, und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Xeron. Ciao.